Hallo ihr Süßen, ich zeige euch heute, wie man Hello Kitty Ostereier macht. Und zwar ist das Ganze in Kooperation mit drei anderen Mädels. Aber die stelle ich euch erst am Ende vor, also würde ich sagen, bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran und ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Alles, was ihr dafür benötigt, sind gekochte Eier, Schmucksteinchen aus dem Müller, einen schwarzen Edding, einen gelben Edding und natürlich etwas zum Kleben. Sekundenkleber eignet sich aber nicht so gut, denn ich habe mir wirklich meine ganzen Finger voll gemacht. Nehmt also daher lieber Klebeband, also doppelseitiges. Jetzt nehmt ihr euch einfach den schwarzen Edding zur Hand und fangt an, die Hello Kitty zu malen. Ich glaube, jeder weiß, wie das funktioniert. Einfach zwei schwarze Augen und dann sind wir auch schon fast fertig. Mit dem gelben Edding male ich dann natürlich die Nase auf, da die Hello Kitty eine gelbe Nase hat. Und am Ende noch mit dem schwarzen Edding die Schnurrhaare. Ja, das ist wirklich super, super leicht und jeder kann das, glaube ich, von euch machen. Und es geht auch wirklich super schnell. Jetzt nehmt ihr euch einfach den Sekundenkleber oder besser gesagt Klebeband. Ich habe mir wirklich die ganzen Finger vollgeklebt damit. Und ja, mit dem Sekundenkleber hält das zwar ganz gut, aber ich zeige euch hier jetzt auch gleich nochmal, wie das mit doppelseitigem Klebeband ist. Also es ist wirklich gar kein Unterschied. Es hält wirklich beides sehr gut, deswegen nehmt lieber doppelseitiges Klebeband, das empfehle ich euch und das ist auch wirklich gar keine Sauerei damit. Und die Hello Kitty Ostereier sind jetzt auch schon fertig und das innerhalb von 3 Minuten, also das ist wirklich top, oder? Wenn ihr noch nicht genug von meinem Video habt, dann schaut doch auf jeden Fall bei den drei anderen Mädels vorbei. Und zwar ist das hier einmal die liebe Kim vom Kanal Ruby Loves Candy. Und dann hat noch die liebe Tara mitgemacht vom Kanal Tamtam. Sie hat ein tolles Kochvideo für euch, würde ich mal sagen, wie ihr gesund brunchen könnt an Ostern. Und die liebe Niki vom Kanal Nikki's Beauty Channel hat eine tolle Do-It-Yourself-Tischdeko für euch. Ihr findet natürlich alle Kanäle und alle Videos in der Infobox verlinkt und ich würde mich total freuen, wenn ihr bei ihnen vorbeischaut. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss!